Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Poppy Playtime. Mann, warum spielt jetzt jeder deutsche YouTuber Poppy Playtime? Vielleicht ja, weil jeder deutsche Zuschauer gerade danach fragt. Und bitte entschuldigt mich, dass das hier nicht gestern schon kam. Ich war einfach zu beschäftigt. Es gibt zwei Dinge, die ich vom Spiel gesehen habe. Das erste habe ich vergessen. Und das zweite ist dieses blaue Wesen. Ich dachte zuerst, das sieht aus wie ein Furby, bis ich Furby gegoogelt habe und gesehen habe, dass es gar nicht aussieht wie ein Furby. Ich hatte nie einen Furby, tut mir leid, ich hatte keine Kindheit. Aber eine Sache an dieser Kreatur macht mir Angst. Und nein, es ist nicht der Fakt, dass ich beim Anblick schon eine Hausstauballergie bekomme. Sondern Philea ist das der Name dieses Wesens. Denn diese Kreatur trägt den Namen Oogie Woogie. Oogie Woogie. Also jetzt mal Spaß beiseite, ich bin ja auch aufgewachsen mit Horrorfilmen. Und da hießen die Monster noch, keine Ahnung, Freddy Krüger, Jason Voorhees, John Kramer. Und was haben die Kinder heutzutage? Baldi, Mama Bär, Woogie Woogie. Das finde ich jetzt schon so ein bisschen unfair. Die klingen irgendwie alle so nach Spitznamen, die sich alte Ehepärchen geben. Oh, schau mal, Woogie Woogie, unser Neffe kommt uns besuchen. Oh, mein Mama-Bärchen. Also ich fühle mich da schon so ein bisschen verarscht. Aber na gut, ist auch egal. Wir fangen einfach mal an. Oh. Okay, also in einer Fabrik gab es einen Vorfall, wo alle verschwunden sind. Und ich als Ex-Mitarbeiter gehe dahin zurück, um zu gucken. Warum müssen die Leute in Horrorspielen eigentlich immer so strohdumm sein? Ganz viele Horrorspiele und Filme würden gar nicht funktionieren, wenn der Protagonist mal ein bisschen nachdenken würde. Weißt du, wie ich meine? Alle denken, dass die Mitarbeiter vor 10 Jahren verschwunden sind. Aber wir sind immer noch hier. Finde die Blume. Aber Papa, welche Blume? Es gibt nur eine. Finde sie. Also, das hier ist eine Spielzeugfabrik. So viel wissen wir. Und die machen, wer hätte gedacht, Spielzeug. Escape, um Pause zu machen. Ja, warum nicht? Hab jetzt genug gehabt. Also ich meine, das war jetzt gerade schon ein bisschen wild. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Danke Spiel, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich jetzt überhaupt? Ist auch egal, ich muss die Mitarbeiter finden, schätze ich. Und lass mich raten, ich finde keine Mitarbeiter, sondern nur irgendwelche Monster. Hier sieht man auch, welche Tasten am häufigsten gebraucht wurden hier an der Rezeption. Es ist leider nicht WASD. Okay, hier brauche ich einen Code. Hallo? Oh mein Gott, was? Oh, wie cool ist das denn? Papa, ich will mitfahren. Spinnst du, das kostet 7,99. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Wahrscheinlich, damit ich hier nicht so alleine bin. Also ich schätze, meine einzige Aufgabe ist es, den Code zu suchen, ne? Ach so, das könnte natürlich der Code sein. Blau, pink, gelb, rot. Wäre relativ simpel. Blau, pink, gelb, rot. Nein? Oh. Aber warum denn nicht? Blau, pink, gelb, rot. Das sind doch die 4 Farben, oder nicht? Blau, pink, gelb, rot. Hä, ich versuch's jetzt nochmal. Blau, pink, gelb, rot. Access denied. What? Ich habe gerade im Internet nachgeguckt. Der Wagen vorne soll anscheinend grün sein. Ich will jetzt hier nicht so eine Diskussion entfachen, wie jetzt bei diesem Kleid damals. Aber das ist doch eindeutig blau und nicht grün. Wow, 5 Minuten in diesem Spiel und ich mache mir schon Sorgen, ob ich farbenblind bin. Toll. Oh, das sind die Hände, die man bekommt, ja. Es gibt doch diese klebrigen Gummihände, die du immer so an Karneval und so weiter bekommst. Daran erinnert mich das gerade. Ich hinterfrage jetzt auch mal gar nicht, warum sie sowas haben in einer Spielzeugfabrik. Hey, kann man die Tür nochmal zumachen? bitte. Was mit diesen Händen? Könntest du eigentlich wirklich auf der Couch legen? Solange die Hand bis zum Kühlschrank reicht, das ist ja kein Problem. Hi. Bitte halten Sie still. Sicherheitskontrolle. Ich muss sie auf Läuse untersuchen. Der ist ja riesig. Das meistverkaufte Spielzeug anscheinend. Ernsthaft? Würde ich ehrlich gesagt auch kaufen. Und dann an Halloween einfach draußen vor die Tür stellen. Das hat dann den Vorteil, dass du alle Süßigkeiten für dich hast. Links oder rechts? Hier brauchen wir 2 Hände. Ich habe leider nur eine. Deswegen gehen wir hier lang. Ich wette, wenn ich mich jetzt umdrehe, ist er immer noch da. Was? Er ist immer noch da? Okay. Nee, er hat einen Schlüssel. Hey, gib den Schlüssel. Hey, gib den Schlüssel her, verdammt. Geht doch. Er hilft mir sogar noch, den Laden auszurauben. Finde ich gut. Well then, gehe ich wohl hier lang. Nur Mitarbeiter. Ja, ich gehöre ja praktisch dazu. Kann man ja schon mal hier reingehen. Hier, das sieht nach einem Ort aus. Oh Gott. Also ich muss mich hier aufladen. Okay. Und dann? Ach so. Jawohl, okay, hab's verstanden. Das war fast so anstrengend wie damals, als ich versucht habe, Friday Nights Funkin' aufzunehmen.
Hey Leute, schaut mir dabei zu, wie ich Pfeiltasten im Rhythmus zur Musik drücken muss. Sag mal, findet ihr das auch so spannend wie ich? Verdammt! Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr weiterspielen. Nee. Dieser Witz war rein gar nicht von Family Guy inspiriert. Ich wusste nicht, dass man in diesem Spiel noch nebenbei zum Elektriker ausgebildet wird, aber hier bin ich. Der Strom ist wiederhergestellt und er ist weg. Das war ja sowas von unerwartet. Das hat niemand kommen sehen. Griffenfreund, ja. Liebensgern. Oh nein, der Hookie Wookie ist hier. Och, no, da gehe ich nicht rein. Oh Mann, der ist verschlossen. Dann gehe ich halt da rein. Ah! Das Spiel hat kurz gelaggt. Das ist immer ein Zeichen, dass irgendwas geladen wurde. Irgendwie das wahrscheinlich das Monster. Das Monster wurde dem Spiel hinzugefügt. Ich brauche endlich den anderen Arm. Gebt mir mal den anderen Arm, ey. Ey, im Keller ist die Luft ein bisschen staubig. Auch vier von diesen Stromdingern, glaube ich. Da ist das vierte. Sammel ein. Okay. Na dann. Gehen wir erstmal hier hin. Ah, ich bekomme die zweite Hand jetzt, oder? Ja, komm zu mir. Ich kann auch hier hingehen. Ich feiere das, wie ich jetzt hier rumlaufe. So laufe ich auch immer im Freizeitpark rum. Ist super praktisch, auch gerade bei Warteschlangen. Wenn man jemanden mal vor sich hat, dann... Ja. Ich find's nicht toll, dass das Spiel mich so vorwärts zwingt. Ich will da nicht... Ah! Mensch! Oh Gott, mein Puls ist gerade so hoch. Ich weiß nicht, warum. Was erwarte ich denn? Make a friend. Ich kann hier mit dieser Maschine anscheinend ein neues Spielzeug zusammensetzen. Das Ding braucht allerdings Strom. Damit dürfte klar sein, was die nächste Aufgabe ist. Hat sehr viel mit Elektrizität zu tun irgendwie, ne? In diesem Spiel. Ah, okay, ich verstehe jetzt. Ja, ist schon gut. Ja, ich verstehe es. So, dann rüber. Geh rüber! Ah, Mann! Häng ich gerade? Oh. Ich glaube, ich bin durchgefallen bei der Elektrizitätsabschlussprüfung. So, neuer Versuch. Ich gehe hier einmal rum. Ich gehe hier einmal rum. Und jetzt... Dann ernst? Oh, habt ihr das gehört? Ah, das war so ein schönes Knacken. Ich schwöre, ich sterbe nicht mal wegen den Monstern. Ich sterbe einfach nur, weil ich von irgendwo runterfalle. Wieso nimmt er es nicht? Kann mir das jemand erklären? Warum nimmt er es nicht? Technisch gesehen müsste das funktionieren. Was ist an? Ja! First try. Ich liebe es, in Horrorspielen Rätsel zu lösen. Das ist jedes Mal wieder ein Vergnügen. Wookie, Wookie, bist du da irgendwo? Ich frage mich halt immer noch, wie die auf diesen Namen gekommen sind. So, meine Herren, wir haben uns hier versammelt, um für unser Monster noch einen passenden Namen zu finden. Irgendwelche Vorschläge? Ja, ich habe einen. Wir nennen ihn einfach Wookie, Wookie. Sie sind befördert. Aber ich bin schon der Boss. Sie sind gefeuert. Na gut, bauen wir unser Spielzeug. Das ist ein Problem. Ich habe doch alles gemacht. Was willst du denn noch? Ich will jetzt ein Spielzeug, Alter. Mit beiden Händen vielleicht. Nee, die Frage ist halt... Ach so, ich muss hier zuerst auf den großen roten Knopf drücken. Drück doch! Ach so, eh. Okay. Hat nichts gemacht. Ah! Heilige Scheiße. Daraufhin erstmal einen Schluck Wasser. Da habt ihr mich erwischt. Ja, lustig. So, kann ich jetzt hier bitte machen. Die Maschine folgt mir mit den Augen. Ah, wie niedlich. Ah, hier kommen die Teile rein. Und jetzt? Bin mir nicht sicher, ob Spielzeug wirklich so gemacht wird. Na gut, gehen wir erstmal hier weiter. Was gibt's hier? Okay. Oh mein Gott! Ekliges Ding. Ich glaube, ich bin hier fertig. Leider ist das Ganze nicht so ausgegangen. Stattdessen ist das passiert. What? Warum? 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 Willst du vielleicht einen Freund haben? Hi. Ich gehe dann mal, ne? Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, dass... ja, ich weiß auch nicht, was ich dachte. Ich dachte, jetzt wird mir ein Blumenstrauß überreicht oder so. Yo! Das ist nicht sehr nett. Oh Gott, der ist da, oder?
Ach nee, ey. Ah, was? Das war nett. Ah, bist es damit? Hey, ja, komm her, ich begebe dir eine Massage, ob du es willst oder nicht. Das Problem ist halt, sobald die irgendwas hinterher rennt in Horrorspielen, ist es halt vorbei mit dem Horror. Das ist halt einfach so. I mean, oh hey, Richtungswechsel, okay. Ich will einmal deinen Booty anfassen, bitte. Einmal will ich deinen Booty anfassen. Komm schon, hast du überhaupt einen? Das ist mega stressig. Ich würde mich gern umdrehen, aber ich glaube, dann bin ich tot. Ah, du weißt halt auch nie, wenn du abbiegen musst. Das ist die Kacke hier. Kann der mal aufhören zu rennen? Dann bin ich einfach... Oh Gott. Nein! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh! Ah! Alter, das ist mega gut gemacht. Lauf! Oh, um die Rutschbahn. Uff. Oh, das war mega stressig. Heiliger Bimbam, du. Also... No! Was? Ich dachte, es ist vorbei. Teleportiere mich jetzt nicht wieder da. No, oh Gott, komm schon. Also das ist, glaube ich, die stressigste Verfolgungsjagd, die ich je erleben musste. Und ich meine, ich wurde im Wald vom FBI gejagt, also... Okay, jetzt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ah, ich hätte vielleicht Gedanken machen sollen, bevor ich... Da! Oh, lol! Na, der ist safe nicht tot. Er ist nicht tot, glaub mir. Der kommt zurück. Also das war ein würdiges Payoff auf jeden Fall. Jetzt denke ich halt wieder an diese ganzen Mitarbeiter, die vor 10 Jahren verschwunden sind. Wahrscheinlich, weil sie dieses Vieh erfunden haben. Hier ein kleiner Tipp. Wenn du in einer Spielzeugfabrik arbeitest, vielleicht erschaffst du einfach mal kein 5 Meter großes Monster. Ist das so schwierig zu verstehen? Stop, go back. Nee. Ich kann nicht. Oh. What? Das sieht nicht mehr nach Fabrik aus. Hä? Verstehe nicht, was... Och nö. Muss ich... Oh Gott. No. Und das Spiel endet mit einem Stromausfall. Das war nur Kapitel 1. Ja, wenn ihr sehen wollt, dass ich das weiterspiele, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ein Apfel auf eure Oma werfen. Dass ich jetzt über eine Stunde aufnehmen musste für ein Spiel, das eigentlich nur eine halbe Stunde dauert, das sagt halt jetzt auch ein bisschen was über mich aus. Aber es ist egal. Ja, Leute, das war's mit Poppy Playtime. Es war mir ein inneres Spielzeug verprügeln. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr erschrocken. Wenn doch, dann selber schuld. Und dann links kommt ihr, ihr wisst wohin, rechts kommt ihr auch irgendwo hin. Dann sieht man sich beim nächsten Mal. Tschüss. No! No! No!